Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einem Angespielt von Bellwright. Ja, mein neues Projekt für YouTube. Es kam ja schon eine ganze Weile lang nichts mehr. Ich habe so ein bisschen drauf gewartet, dass eigentlich ein Update kommt von Mad Eagle. Kam nicht. Auf Sengoku hatte ich keinen Bock mehr. Aber Bellwright sieht jetzt wirklich danach aus, als würde ich das länger spielen. Und ich hoffe, euch macht es auch so viel Spaß wie mir. Und damit wünsche ich euch viel Spaß beim ersten Video. Let's go. Was haben wir denn hier? Herndien gilt als das älteste Dorf im Flachland. Doch schon bei seiner Gründung wurde der Grundstein für Konflikte gelegt. Innerhalb weniger Jahre nach seiner Gründung waren die Siedler von Herndien über das Wachstum ihres Dorfes zerstritten. Einige wollten nach Norden. Sprich mit Jorglyn, Ältester. Also es ist hier sehr... anscheinend sehr Wikinger-nordisch angehaucht. Glaube ich zumindest. Anhand der Namen. Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Erstmal looten. Ich weiß auch noch gar nicht. Ich habe mir sehr, sehr wenig angeguckt zu dem Spiel. Was wir hier machen, was wir tun müssen. Stücke geräuchertes Fleisch. Geräuchert. Ach so. Okay. Was haben wir da noch bekommen? Ach, Codex-Einträge. Ah, ja, ja, ja. Okay, verstehe. Ich bin der Hütte dieses Glockenturms, dem seine Instandhaltung und sein Schutz anvertraut sind. Ich bin der Hüter, nicht die Hütte. Lol. Meine Pflicht war es, sicherzustellen, dass die Glocke auf diesem Turm ihren Zweck dient. Die Menschen der nördlichen Abstammung und der benachbarten... Achso, das ist immer nur so ein kleiner Text. Digga, das lese ich euch nicht alles vor. Das mache ich nicht. Tschüss. Kann ich hier hochklettern? Nee, da oben ist nichts. Okay. Die Grafik ist ein bisschen... Weiß ich nicht, ob ich das gut finde hier. So, was haben wir hier? Kann ich das aufsammeln? Warum kann ich das nicht aufsammeln? Das sieht aufsammelbar aus, aber ich kann es nicht aufsammeln. Okay, verlassen wir mal den Hügel und gehen zum Ältesten. Wo auch immer der ist. Gibt es hier eine Map? Es gibt eine Map. Oh, es ist sehr groß. Oh, es ist sehr groß. Okay, verstehe. Nicht schlecht. Was ist das? Stein? Ernten. Ich ernte gern einen Stein. Stone. Schön, schön. Wie viel können wir überladen sein? Oh, die stacken nicht, die Steine. Die stacken nicht. Das ist... okay. Wir können Attribute ver... also... oh. Ach so. Wir werden besser, indem wir tun. Verstehe. Sehr interessant. Bärenstrauch. Also was ich bis jetzt so weiß ist, eventuell ist das ein Medieval Dynasty mit sehr viel mehr Kämpfen. Aber... ich kann mich auch täuschen. Lachs. Ah ja. Interessant. Lachs. Ich muss erstmal alles looten hier. Es gehen ja auch. Dürfen wir nicht vergessen. Aber, Entschuldigung. Ach, wollte ich nicht. Da unten steht noch. Da sitze ich mit meinem dicken Arsch davor. Da steht Fremder 0 von 10. Harden besetzt. Nördliche Abstammung Niederlande. Ah, Niederlande. Ah, ja. 10.29 Uhr Tag 1. Okay. Oh, obwohl das hier, also die Assets, die sehen schon nicht schlecht aus. Also, grafisch. Die Texturen sind halt noch so matschig. Ich dachte, das lädt erst noch, dass der die Welt nachlädt und dann die Texturen lädt, aber irgendwie... Gesundheit und Verletzungen. Schlafen stellt deine HP vollständig wieder her. Wenn du oder deine Begleiter einen Kampf verlieren, erscheinen sie wieder, werden aber für eine gewisse Zeit verletzt. Wenn sie erneut verlieren, bevor sie geheilt sind, sterben sie für immer. Verletzungen haben verschiedene negative Auswirkungen. Oh, okay, gut zu wissen. Ich soll mit dem Ältesten sprechen.
Muss ich mir den jetzt selber suchen? So eine Questnadel wäre nicht schlecht, sowas, ne? Wo man sagt hier so, hier, das ist der Älteste. Aber Gott sei Dank haben die alle Namensschilder. Und es steht dran, wer die sind. Es sind aber auch sehr viele. Ist nicht der Älteste. Siehst auch nicht aus wie der Älteste. Also einen Ältesten stelle ich mir jetzt so vor mit grauem Bart oder so, ne? Da unten geht das Dorf noch weiter, okay. Also es sieht schon krass aus, aber die Texturen, Leute. Das ist das, was mich noch stört. The textures. Können wir da nicht irgendwie was reinmodden oder so? Bist du der Älteste? Nee, du bist ein Bettler sogar. Okay, ihr sprecht alle Englisch, aber wahrscheinlich gibt es keine deutsche Sprachausgabe. Können wir zumindest irgendwie... Wache Deutsch, lol. können wir zumindest irgendwie ein Dings haben? Haben wir einen Untertitel? Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Naja, doch, haben wir. Wer singt denn hier die ganze Zeit? Wo ist eine Katze? Ich habe gerade eine Katze gehört. Gibt es hier auch Katzen oder ist das nur so ein Soundsnippet gewesen? So ein Atmosphärending. Hier gibt es Schmetterlinge, aber ich habe noch keine Katze gesehen. Ich hätte gern einen Hund. Also sehr interessantes Dorf hier. Da hinten ist der Friedhof. Wird mir irgendwie angezeigt, da ist das Questziel. Ah ja, guck mal, auf der Map. Ui, wer ist das? Das ist der Älteste? Okay, du siehst aber nicht sehr alt aus, mein Freund. Ich glaube, wir müssen reden, Reisender. Du bist ein neues Gesicht hier und neue Gesichter, die auftauchen, enden selten gut für dieses Dorf. Meine Pflicht gilt in erster Linie meinem Dorf. Ich muss wissen, wer du bist und warum du hierher gekommen bist. So, ich will euch nichts Böses. Ich bin in die Niederlande gekommen, um Antworten zu finden. So, das nehmen wir mal. Auf der Suche nach Antworten. Was? In einer perfekten Welt könnte ich dir alle Informationen geben, die du brauchst. Alter, okay. Aber offen zu sprechen kann heutzutage ein Todesurteil sein. Solange du Fragen stellst, bringst du uns in Gefahr. Okay, wir müssen schnell lesen. Habe ich deine Erlaubnis, vorerst im Dorf zu bleiben? Nein, aber du hast meine Erlaubnis, am Rand des Dorfes eine Unterkunft zu bauen. Komm zurück, sobald du dich eingerichtet hast und vielleicht kannst du dir deinen Unterhalt verdienen. Das werde ich tun. Okay, jetzt müssen wir eine persönliche Hütte errichten. Bau deine erste Unterkunft. Eine Hütte drücke dazu B, um das Baumenü zu öffnen. Wähle dann Hütte aus und platziere sie auf dem Boden. Jeder Bau benötigt Ressourcen, um gebaut zu werden. Der Bau einer Hütte sollte für dich kein Problem sein, aber später werden dir angeheuerte Dorfbewohner bei komplexeren Konstruktionen helfen. Du kannst Gebäude nicht zu nah an bestehenden Dörfern platzieren. Einen guten Platz zu finden, der in der Nähe aller Arten von Ressourcen liegt, ist deine erste große Entscheidung, die deine Logistik und Strategie beeinflussen wird. Aha! Coolio, jetzt müssen wir uns was aussuchen. Oh, hier gibt's Quest. Wölfe untersuchen. Verräter untersuchen. Achso, untersuchen ist immer nur die Task. Okay, verstehe. Weil Bradford, Bedrohung und Heldentum, Steuern für das Gute untersuchen. Sonnenwende, aha. Nicht schlecht, jetzt wo bauen wir das Dorf? Jetzt, ich guck mal ein bisschen auf die Map noch. Wir sind ja jetzt am nördlichsten Rand der Map, würde ich jetzt mal behaupten. Und hier unten gibt's mehr. Aber hier unten ist auch sehr viel Schurkisches, ne? Banditenlager, Banditenlager, Banditenlager. Hier gibt es überall Banditenlager. Das sind alles Banditenlager. Grün oder gelb zeigt nur an, wie schwer die sind. Verstehe. Ey, hier wäre doch cool, oder? Hier ist so ein, glaube ich, ein See oder so. Kann ich mir das markieren irgendwie? Natürlich nicht. Das ist schon mal die richtige Richtung. Dann gehen wir einfach mal ein bisschen weiter weg.
Wir müssen ja hier nicht am Rand vom Dorf uns aufbauen. Wir können ja auch ein bisschen weiter weg sein. Oh, Ausdauer. Da müssen wir drauf achten. Wir haben anscheinend Ausdauer. Ah, das kann ich gar nicht ernten. Die gehört zum naheliegenden Dorf. Ach, verstehe. Okay. Also bis jetzt sehr interessant. Die Map sieht auch ganz, ganz gut aus, finde ich. Hier ist zwar ein Banditenlager, aber wir gucken mal, dass wir hier so, ne? Baum schneiden. Benötigt ein Werkzeug, verstehe. Oh. Oh, da war ein... Da war ein, Hirsch. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht irgendwie auf Tiere stoße, die, Bock auf einen Fight haben. Das ist ja schlecht, ich habe nämlich nichts. Keine Waffe. Ich weiß auch nicht, wie man fightet. Zumindest wenn ich die Maustasten drücke, passiert noch nichts. Boah. Alter, Kaninchen ist aber groß. Oder? Ein bisschen riesig, würde ich sagen. So, wo sind wir jetzt? Wir müssen auf jeden Fall nach da lang. Nach da lang. Wer kennt's? Bin gespannt, wie die KI so ist. Auch die KI der Tiere, die KI der Gegner. Was, hier ist ja ein Berg. Was ist das da unten für Gestein? Aber hier? Wolf, Wolf. Hier unten sind Wölfe. Ungünstig. Ja, genau hier wollte ich siedeln. Was ist das da hinten? Auf der Karte nicht verzeichnet. Vielleicht da hinten, wo der Hirsch steht. Vielleicht gehe ich da erstmal hin. Aber ich will erstmal wissen, was das hier ist. Ist das Kupfer? Totholz. Kupfergestein, ja. Oh, das ist gut. Also es scheint, dass wir hier direkt eine seltene Ressource haben. Also ich habe zumindest noch kein Kupfer gefunden. So, gucken wir mal. Hier so in die Bucht rein vielleicht. Also direkt am Wasser ist natürlich Mainstream, ne? Das muss gemacht werden. Das ist, schön, dass der Wolf auf der Karte angezeigt wird. Dann kann ich mich wenigstens nicht unwissentlich hier in einen Wolfsbau bewegen. Hanf. Oh, hier gibt's Hanf. Okay. Wo ist hier Hanf? Hanf. Ernten. Nice. So, und hier könnten wir doch die erste Hütte hinbauen, oder? Das sieht doch hier nach einem idealen Platz aus für meine erste Hütte. Ich weiß nicht, was der da drüben macht und ob der gefährlich ist. Aber wir haben Nachbarn. Erstmal nicht schlecht, würde ich sagen. So, persönliche Hütte. Oh, das ist cool. So ein Fotomodus zum Platzieren der Hütte. Das ist nice. Bauen wir die mal hier hin. Achso, man muss klicken. Interessantes Konzept. Weiß ich noch nicht, ob mir das gefällt. Was brauchen wir denn dafür? Das wird auch nicht angezeigt, ne? Warum wird das nicht angezeigt? Wir brauchen 10 Holz und 6 Flachs. Wie viel Flachs haben wir? 3. Dass das nicht gesteckt wird. Unglaublich. Also überhaupt ein Holz, verstehe. Was ist das hier für eine Absteckung? Keine Ahnung. Erstmal Äste sammeln. Ich mag das mit diesen Points of Interest, die man hier so hat. Ich habe nur keine Lust, gegen die Banditen zu kämpfen, die hier irgendwo sind. Die Setzlinge können wir ernten, da kriegen wir Holz raus. Hier vorne ist eine Brücke und da sind Wölfe. Natürlich sind da Wölfe an der Brücke. Die treiben Zoll ein. Oh, die fighten da. Banditen gegen Wölfe. Banditen haben gewonnen. Ihr braucht gar nicht hierher zu kommen. Hier drüben gibt es nichts zu sehen. Geht wieder. Ich weiß nicht, ob ich genug Holz jetzt habe. Auf jeden Fall kann ich einige Setzlinge nicht ernten. Ich würde gern einfach so Werkzeug herstellen. Bitte. Brauche ich wieder Flachs. Gibt es hier Flachs in der Nähe?
Hier welchen gefunden? Salbei, Schilfrohr. Hanf, Salbei, Hanf. Wir müssen noch ein bisschen erkunden. Also Flachs ist so lila, das weiß ich. Also hier gibt's Totholz, hier gibt's Stöcke. Oh, hier ist Flachs. Nice. Also gibt's hier doch Flachs. Was ist das hier eigentlich für ein Teil? Ist das unser dorfeigener Ritualplatz? Für unsere nicht-christlichen Rituale? Das finde ich gut, dass wir sowas haben. Wir haben volles Inventar. Dein Inventar ist voll. Und jetzt? Kann ich irgendwie was abwerfen und das nachher wieder nehmen? Wir gucken mal. Was jetzt raus tue. Fällt das dann irgendwie hier runter? Holzbeute. Ich hoffe, das bleibt da. Oh, ich habe Hanfsamen gefunden. Aha. Naja. Wie war das? Wie viele Pflanzen darf man haben? Drei? Ha. Neu. What is that? Ein Apfel. Muss ich eigentlich auch was essen? Ach so. Wir haben das Walheim-Konstrukt. Verstehe. Getrockneter Pilz. Wir dürfen drei Nahrungsmittel zu uns nehmen. Da vorne ist ein Wolf. Und die bestimmen dann, wie gut wir sind. Aber hier ist sehr viel Flachs. Das ist gut. Wie bei Walheim. Verstehe. Aber das heißt auch gleichzeitig, dass wir nicht unbedingt was essen müssen. Es uns aber sehr hilft, was zu essen. Aber wir können, glaube ich, nicht verhungern. Müssen wir mal beobachten. Je nachdem. Vielleicht können wir doch verhungern. Bin mir nicht sicher. Ich brauche aber auf jeden Fall so ein Lager oder sowas. Also irgendeine Kiste oder so. Und es wird Nacht. Muss unbedingt... Ich bin bei mir in der Badminton-Gruppe. Ich spiele jede Woche zum Badminton. Jetzt in der WhatsApp-Gruppe. Und die kacken mich gerade zu. Das habe ich nicht bedacht. Das hätte ich einstellen sollen. Guck mal, hier kann es doch gesteckt werden. Warum nicht in meinem Inventar? Das ist dumm. Was ist das jetzt hier? Was ist das? Was kann ich hier machen? Warum schmeißt er mir das ganze Zeug hier hin? Ist das vielleicht ein Lager für Leute, die meine Hütte bauen können? Ach so. Und ich baue aus dem Lager raus. Das ist klug. Also es wird hier der beste Seven vs. White Shelter, den ihr jemals gesehen habt. Ich dachte eigentlich, dass ich gleich eine Hütte baue. So wie Mad Eagle. Aber nö. Oh, okay. Du hast Technologiestufe 1 freigeschaltet. Diese Hütte bietet dir einen persönlichen Schlafplatz sowie eine private Truhe. Ah, ja. Private Truhe. Geilomat. Kann ich hier drin stecken? Nein, kann ich natürlich nicht. Aber ich kann übertragen mit Feststelltaste. Das ist gut. So, private Hütte ist schon wieder fast voll. Schlaf bis zum Morgen. Wir schlafen erstmal. Bis jetzt haben mich ja Banditen noch nicht gefunden. Die wissen noch nicht, dass ich hier bin. Oh, bei dem Wetter soll ich jetzt draußen was machen? Bäh. Was kann ich jetzt noch alles machen? Wir haben auf jeden Fall eine Menge freigeschaltet. Forschungstisch, Lagerfeuer, Lagertruhe. Ich würde vorschlagen, wir bauen ein Lagerfeuer. Sieht auch wirklich nach einem Lagerfeuer aus, ne? Nicht nach einem Feuer für mich, sondern fürs Lager. Jetzt brauchen wir wieder Holz. Hätte wahrscheinlich erstmal irgendwas bauen sollen, mit dem ich Werkzeuge herstellen kann. Das wäre, glaube ich, ganz klug gewesen. Muss so ein bisschen auf die Wölfe achten, die da drüben chillen, ne? Kann ich das hier mit? Nicht so aus, es ist viel zu groß. Pein, wie sieht's denn jetzt aus? Ist jetzt Herbst oder was? Also von der Stimmung her
Sieht's jetzt von den Farben her, sieht's jetzt schon anders aus. Wird hier meine Hütte angezeigt? Nee, was ist das? Wolfslager. Ach, das ist ein Wolfslager, mein persönlicher Antichristen-Schrein. Ein Wolfslager ist das. Zinnerz ernten. Okay. Wir haben Kupfer, wir haben Zinn. Bronze, würde ich sagen. Oder was, Leute? Hä? Okay. Lagerfeuer gebaut. So. Was können wir noch machen? Einfache Werkbank. Das klingt zumindest schon mal nach etwas, wo wir Werkzeuge herstellen können, würde ich sagen. Also langsam wird es schwierig, hier Holz zu finden. Allein mit den Wölfen hier. Es spawnt auch nichts nach. Zumindest noch nicht. Wahrscheinlich mit dem Jahreszeitenwechsel oder so. Also die Geräusche klingen manchmal, als werde ich von hinten angegriffen, ne? Geräuschkulisse ist auch noch gewöhnungsbedürftig in dem Game. Jetzt brauchen wir Flachs. Das haben wir auf jeden Fall. Das verschnüren. Hm, okay. Und ein Stein. Haben wir noch einen Stein? Nope. Achso, hier liegt ja auch noch Holz, ne? Was können wir jetzt hier herstellen? Eine Axt zum Beispiel. Okay, stellt er schon her. Zack. Ah, okay. Verschiedene Items nehmen unterschiedlich viel Platz im Inventar ein. Das ist sehr interessant. Okay, jetzt haben wir Waffen eingestellt. Und wir haben eine Axt. Okay, was können wir noch bauen? Forschungstisch. Plumpsklo. Wofür? Ein Ort, in dem du Gegenstände loswerden kannst, die nicht mehr benötigt werden. Ah, interessant. Sehr gut, dass das Game das so schon hat. Wohnzelt. Dieses Zelt bietet deinen Siedlern Unterschlupf. Es kann nur zwei Personen beherbergen. Also Bauer genug für alle, die es brauchen könnten. Würde ich sagen, brauchen wir jetzt noch nicht. Aber so ein Forschungstisch, der wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Brauche ich hier neben den anderen Tisch. Was braucht der? Der Forschungstisch können wir nur einmal bauen. Okay. Beziehungsweise können wir jetzt nicht mehr bauen. Ich glaube, Hanf stand da jetzt. Wir brauchen, glaube ich, Hanf dafür. Holz. Holzbaumstamm. Aha. Na dann. Interessant. Baumstamm schneiden. Also es ist ein bisschen verzwickt hier, die Steuerung, finde ich. Baumstamm nehmen. Inventar voll. Wieso? Wie viel? Oh, so groß ist der? What the fuck? Ja, na klar, ist ja ein Baumstamm, ne? Aber trotzdem komisch. Und Holz. Haben wir nicht noch Holz? Hatten wir nicht noch Holz? Können wir den Baumstamm zu Holz zerdreschen? Müssen wir an der Werkbank vielleicht machen? Nee. Puh. Na, dann tun wir ihn erstmal in die Kiste hier rein. Aber wir können jetzt so Jungbäume umhauen, oder? Wenn ich welche finde. Dann kriegen wir Holz pro Schlag. Nein. Gut. Top. Holzquelle gesichert. Und hier ist, glaube ich, auch wieder was gespawnt. Im Sonnental sind wir also. Es klingt nach einem guten Ort, um zu siedeln, oder? Das Sonnental? Okay. Wir brauchen noch einen Baumstamm. Aber wir haben noch einen Baumstamm. Huch, jetzt habe ich den Forschungstisch angegriffen. Ein Arbeiter kann damit neue Gebäude und herstellbare Gegenstände erforschen. Kleine Falle. Ulmenkurzbogen. Ernte Pflanzen in der Umgebung mit Hilfe von Arbeitskräften, am besten in der Nähe von üppigen Gebieten.
Holzfäller lagern. Ein Arbeiter kann dies nutzen, um Bäume in einem kleinen Gebiet zu fällen und Stämme in Holz zu behaken. Hm, okay. Dorfhalle. Wofür ist die Dorfhalle? Der zentrale Knotenpunkt eines jeden Dorfes und ein erster großer Meilenstein, der fortschrittlichere Gebäude freischaltet und dich zu einer größeren Bedrohung für andere Fraktionen macht. Okay. Nice. Also, es läuft jetzt, glaube ich, drauf hinaus, dass ich der Quest folgen muss, um neue Leute zu bekommen, ne? Verwaltung deiner Siedlung. Je mächtiger deine Siedlung wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie Überfalltrupps anzieht. Investiere in Wachen und bessere Ausrüstung, um sie abzuwehren. Baue Außenposten. Beschränke dich nicht nur auf eine Siedlung. Möglicherweise benötigst du Ressourcen, die sich in anderen Ecken der Region befinden. Verstehe. Du findest alle nützlichen Informationen im Bildschirm Stadtübersicht. Tab. Armee, Tagebuch, Karte, Kodex, Benachrichtigungen, Technologie bauen. Nice. Gebäude, Inventar, Siedlung. Okay. Dann gehen wir mal der Quest nach, würde ich sagen. Dazu müssen wir wieder hier hoch. Einfach der Nase nach. Gut, ich habe jetzt aber schon mal einen Knüppel und eine Axt. Wie führt sich der Knüppel so? Ähnlich wie die Axt. Aber Stumpf 18, Schneiden 20. Okay. Geschwindigkeit 100, Geschwindigkeit 85. Verstehe, der ist ein bisschen schneller und hat aber ein bisschen weniger Damage. So ein Hase läuft mir natürlich davon. Dachte ich mir schon. Wäre auch zu einfach, wenn so ein Hase so langsam wäre, ne? Also ein Bogen wäre schon nicht schlecht zum Jagen. Wenn ich dem jetzt einfach auf die Fresse haue. Will nicht reden? Stecke deine Waffe weg. Ach so. Jetzt will er reden. Okay. Was machst du hier? Ich bin auf der Jagd. Ich habe jetzt keine Zeit, mit dir zu reden. Okay, Knüppel raus. Digga, dann kriegst du jetzt Feuer uns auf die Mütze. Nein, Quatsch. Wir zetteln jetzt hier keinen Streit an. Wir müssen jetzt die Quest verfolgen. Gleich mal testen, ob es Fall Damage gibt. Sah jetzt erstmal nicht so aus. Oder bin ich lang genug gefallen. Lol. Und wir sind in den Niederlanden, habe ich jetzt erfahren. Was gibt's in den Niederlanden? Gibt's auch Rothirsche? Warum nicht? Ist er direkt an Deutschland dran? Warum nicht? Wir müssen wieder mit dem Typen sprechen, mit dem Oberältesten. Mit Majestix. Herrndeen. Wie auch immer, dass man ausspricht. Also, wo ist der Typ? Die Straße hoch, okay. Habt ihr freilaufende Kühe? Muss das so? Darf das? Du schon wieder. Gib mir eine Chance, dein Vertrauen zu verdienen. Wenn ich versage, lasse ich dich in Ruhe. Ich sage dir, wir haben tatsächlich ein Problem, das du lösen kannst. Wenn du bereit bist, natürlich. Nur zu, was ist es? Hier wird es kalt, besonders in der Nähe der Berge. Wenn wir uns warm halten wollen, brauchen wir für Pelze Kaninchen und Wolfspelze. Aber du siehst unseren Jäger. Was? Nun, wir hatten eine kleine Diskussion darüber, wie die Dinge im Dorf in Bezug auf die Bezahlung funktionieren sollten. Und ich vermute, ihr konntet euch in dieser kleinen Angelegenheit nicht einigen. Er will nicht mehr mit uns zusammenarbeiten, aber Herndeen ist hauptsächlich auf ihn angewiesen. Ich möchte, dass du ihn überzeugst, Fallen zu liefern. Wenn du auch Kaninchenfell bringen könntest, wäre das sehr willkommen. Aber wir können nicht erwarten, dass du das jeden Tag tust. Wir wollen mit unserer Pelzjagd selbstständig sein. Die Priorität liegt also auf den Fallen und das Kaninchenfell wäre ein Bonus. Kümmere dich darum und dann werde ich deine Bitte in Erwägung ziehen. Ich muss hier sehr, sehr schnell lesen in dem Game, weil die Texte auch wieder weggehen, wenn der was anderes erzählt. Ist krass. Also, ist krass schnell, weil
Der labert das einfach in Englisch runter und wenn er fertig ist, ist der Text weg. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wo finde ich den Jäger? Sprich mit Amelie. Sie ist ein bisschen in eine Unruhestifterin, aber ihr Herz ist am rechten Fleck. Oder, Alter, ich kann das nicht lesen. Sie hat ein gutes Verständnis zu allem im Dorf, weiß alles. Wenn dir jemand den richtigen Weg weisen kann, dann sie. Okay, das werde ich tun. Das ist richtig anstrengend. Da unten ist die. Okay. Quatschen wir mal mit ihr. Ich wette mit euch, das ist der Jäger, den wir gerade im Wald gefunden haben. Das ist der, der hier nicht mehr jagen möchte. Was ja richtig hier Burkuina. Cool. Grüße, Neuankömmling. Sag mal, haben wir uns schon mal getroffen? Dein Gesicht kommt mir schrecklich bekannt vor. Du musst Amelie sein. Die Älteste sagte mir, du wüsstest, wo ich den Jäger Lobomir finden kann. Ich bin es. Was kann ich für dich tun? Lobomir, kennst du ihn? Leider. Ich muss ihn finden. Er ist im Wald, gleich den Hügel hinauf, nicht weit vom Dorf. Sag ich ja, das ist er. Bring vielleicht ein Buch mit, damit du etwas zu tun hast, während er dich anbrüllt. Danke, glaube ich. Okay, wir müssen nochmal mit ihm quatschen. Wir haben ja eben schon mit ihm gequatscht. Das ist der. Das ist der einfach. Okay, hier vorne ist ein Teich. Achso, wir können den Weg einfach folgen. Genau, sehr schön. So, mein Freund, ich bin wieder da und gehe dir auf den Geist. Was suchst du? Es ist gefährlich, alleine die Wälder zu durchstreifen. Hast du nichts von den Wölfen und Banditen gehört, die in dieser Gegend lauern? Du siehst nicht aus wie der Jägertyp. Was machst du also hier? Ältester Dobrun hat mich geschickt. Er hat nach Pfeilen gefragt, falls du welche hast. Die Leute von Herndeen brauchen sie. Ah, die Leute von Herndeen? Natürlich brauchen sie mich jetzt. Ich werde nicht mit ihnen arbeiten. Dobrun hat keinen Respekt vor meinem Handwerk. Er schätzt es nicht. Und alles, was ich diesem verdammten Dorf beigetragen habe, und bis er das tut, können sie für sich selbst sorgen. Kannst du mir wenigstens helfen? Ich muss Vertrauen zum Ältesten aufbauen. Niemand im Dorf will überhaupt mit mir reden. Du bittest mich um Hilfe, aber du weißt nichts über mich oder was ich durchgemacht habe. Ich war früher ein angesehenes Mitglied der Gemeinschaft. Ich hätte sogar Ältester werden können, wenn ich gewollt hätte, aber sie haben mich degradiert, weil ich mich geweigert habe, ein Sklave von Ashburn. Also ich versuchte immer noch, aus der Ferne meinen Beitrag zu leisten, indem ich sie mit Pelz und Nahrung versorgte und fein für das Dorf baute. Aber sie wollten mehr. Als ich um eine bessere Bezahlung bat, sagte der Älteste nein, warnte mich sogar davor, einmal danach zu fragen. Irgendwann sagte er, würde mit den Briganten über mein Verhalten sprechen. Alter, dieses Lesen ist hart. Ich will niemanden verteidigen, aber es scheint, als wäre Herndeen nicht reich genug, um dich zu bezahlen. Es geht nicht um Reichtum, es geht um Bedrohung. Die Respektlosigkeit, die sie mir zeigen. Ich bin es satt, darüber zu reden. Um ehrlich zu sein, brauche ich eine Veränderung in meinem Leben. Was meinst du? Lass uns eine Vereinbarung treffen. Du brauchst Fallen und ich kann dir beibringen, wie man sie herstellt, damit du kleinere Tiere fangen kannst. Du siehst aus wie jemand, der Dinge erledigen kann. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass in deinem Kopf viel los ist. Stimmt. Ich bin bereit, mich dir anzuschließen, wenn du mir Unterkunft und Nahrung gibst. Gemeinsam können wir uns am Leben in diesem Land leichter machen. Also können wir zusammenarbeiten? Ich denke, es ist möglich. Ich komme wieder, sobald ich einen Unterschlupf für dich gebaut habe. Nice! Sehr, sehr schön. Ich finde das auch cool, dass das einfach in einer Quest verwebt ist, dieses besorg dir deinen ersten Untertan und so. Das ist nice. Das ist sehr, sehr schön. Heißt aber natürlich auch, dass jeder, der dieses Spiel spielt, diesen einen Jägertypen hat. Aber ist mir egal. Ist ein cooles Singleplayer-Erlebnis. Mich juckt es auch so ein bisschen in den Fingern, so einen Wolf mal herauszufordern mit meinem Knüppel. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich da hart auf den Sack bekomme. Aber ich baue unserem Typen erstmal eine Unterkunft. Errichte ein Wohnzelt, einen Schlafplatz für den neuen Gefährten.
Oh, ich muss einen Baumstamm hinzufügen. Okay. Aber ich glaube, ich werde erstmal schlafen gehen. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Bellride hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst auf jeden Fall das Abo nicht, den Like unter das Video und vielleicht auch einen Kommentar zu schreiben. Das füttert den Algorithmus. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video und ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.